Hallo und herzlich willkommen, Falk. Es ist ein Jubiläum. Welches ist es denn heute? 250. 250 Folgen haben wir gespielt. Das ist gar keine Schnapszahl, schade. Ja, aber trotzdem einen Grund zu feiern. Törö. Törö. Das war eine Partytröte. Und wir spielen heute ein Experiment zur Feier des Tages. Mhm. Wir haben quasi ein Telefon gefunden und gucken jetzt und uns stalken jetzt so ein bisschen, ne? Normales Telefon, oder? Genau, also das Spiel heißt A Normal Lost Phone, aber keine Angst, man kann es auf Englisch stellen. Und im Grunde genommen sieht man... Also auf Deutsch meint Simon, wenn er Englisch sagt. Genau. Das ist einfach very international, da Simon heute drauf. Oh, I'm sorry, wie hieß das nochmal? Was wollte ich sagen? Achso, genau, also man sieht einfach nur ein Display, wenn man das Spiel startet, sieht halt aus wie so ein Telefon, ne? Mit so Icons, zum Beispiel den Browser oder die Musik. Und ich glaube, der Sinn des Spiels ist, dass man so rausfindet, wem dieses Telefon gehört hat und was da für eine Story dahinter steckt, hinter dieser Person, glaube ich. Nehmen wir an, ne? Also man startet und kickt direkt drauf und es steht da, man hätte 4 Nachrichten des Vaters erhalten. Vom Papa, genau. Also vom Vater, ja. Dessen, dem das Telefon ja wohl eigentlich gehört, nicht? Vielleicht. Oder ja, na gut, man weiß es nicht, nicht? Ich meine, ja. Also vielleicht hat die Person auch nur die andere Person unter Papa eingespeichert. Das kann ja sonst sein. Das könnte auch Papa Pizza sein, weißt du? Das könnte ja auch einfach. Das ist korrekt, Simon. Ja? Das ist wahrscheinlich genau das, was wir am Ende des Spiels rausfinden. Exakt. Ist einfach nur, genau. Der hat es beim Pizza-Kaufen vergessen. Auf jeden Fall, also obwohl das Spiel grafisch ist, also man sieht halt jetzt Icons, haben wir uns überlegt, wir spielen das trotzdem mal hier. Und falls es wirklich was zu sehen gibt. Dann ist es halt einfach eine Scheißfolge. Da habt ihr einfach mal Pech gehabt. Genau. Wir werden es so gut wie es geht beschreiben. Genau. Und wenn alles gut geht, haben wir eventuell den Sound bzw. die Musik aus dem Spiel. Ja, und das, wir so irgendwie so im Hintergrund düdeln. Na, beziehungsweise, ich hoffe nicht, dass hier eine Sprachnachricht plötzlich abgespielt wird. Wenn doch, darf Falk das alles schön zusammenschneiden. Naja. In dem Fall höre ich es selber gar nicht, weil ich habe, Was? Ich spiele ja auf meinem Windows-Rechner und nehme aber meine Stimme mit meinem Mac auf. Also, das ist ja cool. Frag bitte nicht, warum. Das ist, ist jetzt die einfachste Lösung gewesen. Und damit habe ich jetzt natürlich Kopfhörer auf dem Mac. Ja, schön. Mit dem Mac verbunden, damit ich dich höre. Du musst dann noch der andere Kopfhörer in das andere stecken und dann ein Ohr da und ein Ohr da. In mein drittes und mein viertes Ohr. Das ist eine gute Idee. Du hast zwei, Falk. Da kannst du doch eine... Ich kann doch ne Mono. Hör mal. Also, pass auf. Zwar hat uns Papa geschrieben, aber eigentlich, ich würde gerne die Musik ausmachen, um ehrlich zu sein. Also ich höre sie nicht, ich finde sie toll. Ich stehe jetzt mal, also wir können mal kurz sagen, wir haben Icons, ja. Ja. Also oben links ist ein Icon für, dass wir keinen WLAN-Empfang haben. Achso, du meinst Statusleiste vom genau, Telefon. Genau, Statusleiste. Heißt das so? Ist das nee, warte mal, stimmt das? Mhm. Ah doch, genau, wir haben kein WLAN. Es ist 10.10 Uhr abends. Echt, bei mir ist es 10.06 Uhr. Oh, interessant. Ja, ich habe früher gestartet vielleicht. Es ist der 31.01.2016. Das heißt, es ist, genau, also oh. Januar. 10.07 Uhr ist es bei mir gerade geworden. Könntest du uns bitte jede Minute ein Update geben, was da wo für Zahlen Wenn stehen? Wenn du möchtest, mache ich das sehr gerne. Oh, sehr gut. Dann haben wir ein Icon für die Batterieleistung, 2 von 3 Strichen. Nee, warte mal. Nee, das ist ja das, was mich durcheinander bringt. Hä? Die Batterie scheint entweder fast leer oder noch komplett voll zu sein. Ah, also okay. Also kann man schwer lesen. Ist so ein Füllstand. Ja. Und daneben sind halt 2 von 3 so Balken ausgefüllt. Ich nehme an, das ist der Empfang. Ja, nee, pass aber auf. Aber ist das so ein Android-Ding irgendwie, dass die WLAN von 3G oder 4G empfangen? Nee. Differenzieren oder was? Also ich glaube, nee, ja genau, also ich glaube, das ist der WLAN-Empfang und was da mit so einem kleinen Ausrufezeichen markiert ist, ist der eigentliche Telefonempfang. Ich nehme an, das soll erklären, warum wir nicht anrufen können, weil wir könnten ja ansonsten ja irgendeine Nummer aus dem Telefon raussuchen und sagen, ey, hier, sag mal kurz, wenn wir das Ding gehört, wir haben ja was gefunden. Übrigens stelle ich gerade fest, auf meinem iPhone ist auch
WLAN von 3G, 4G Anzeige getrennt. Schön, okay. Kann sagen, ja. War kurz durcheinander, geistig umnachtet. Reveal. So, und dann geht es darunter viele Icons. Und eins davon ist Musik. Und ich klicke da jetzt einfach mal drauf, weil ich will die Musik ausstellen, damit ich dein Stimmchen besser hören kann. Stimmt, da spielt auch was ab. Das ist ja lustig. Ach, das ist ja lustig. Das ist wirklich so eine Musik-App. Und da sieht man wirklich das Titelbild, also wie halt so eine Musik-App aussieht, ne? Mit dem Titel und unten eine kleine Leiste, cool, wo die Musik langläuft. Ich mache mal Pause. Und es hält an. Das ist ja super. Das ist ja lustig. Wollen wir mal gucken? Da oben ist so ein Grid-Icon. Vielleicht sieht man da, was man noch. Hier gibt es ja wirklich verschiedene Musiken. Das ist ja toll. Kennt man das? Das ist The Air's Breath, Can You Hear Me, Far Away. Ich glaube, das ist nichts, was man kennt, oder? Ich glaube, das ist der Soundtrack tatsächlich vom Spiel. Den kann man ja auch noch kaufen. Da gibt es ein Lied, das heißt Forgotten Phone. Das ist ja super. Okay. Also insgesamt haben wir 11 Lieder, die wir abspielen können. Und gut gezählt, Simon. Wir spielen davon keins. So. Gehen wir direkt mal zurück. Genau, gehen wir einfach mal zurück. Klicken wir auf den kleinen Pfeil unten. Okay, so. Jetzt können wir ja, wollen wir mal gucken, was Papa geschrieben hat? Naja, ja, also lass uns erstmal für alle erklären. Also wir sind auf dem normalen Homescreen, ne? Ja. Wir haben eine Musik, einen Rechner und eine Browser-App. Mhm. Die sind im oberen, in der oberen Hälfte. Und dann ist noch da eine das heißt Lovebirds, also L-O-V-Birds. Ja. Vielleicht eine Dating-App oder sowas. Vielleicht. Das sind zwei Hände, die eine Herzform formen und aber auch ein Herz in Rot einkreisen, wie sagt man? Ja, nee, das ist die Standard-App für Chirurgen. Die können sich damit auf ihre Herztransplantationsoperation vorbereiten. Gut, sehr gut, ja. Sind wir schon schlauer. In der unteren Hälfte haben wir eine Einstellungs-App, eine E-Mail-App, eine Wetter-App, eine Galerie-App, eine Nachrichten-App und einen Kalender. Das ist die spannendste Folge, die wir je gemacht haben. Wir beschreiben einfach ein Telefon. Wow. Es ist sehr traurig, aber okay. Manchmal ist die Wahrheit Folge 250, Schmerz. Also. Voll. Was wolltest du machen? Die Nachricht vom Papa angucken? Ja, komm jetzt. Wir müssen also mal ein bisschen Narrativ. Also in der Nachrichten-App, oder? Genau, also unten rechts. Ach so, da, ja genau, okay, jetzt kriegen wir auf die Nachrichten-App. Nee, warte mal, genau. Du als Android-User, kannst du mir das erklären, warum die Nachrichten-App sowohl auf dem Bildschirm? Okay, alles klar. Ich weiß es da nicht, das sieht doch alles anders aus, naja. Ist das das Gleiche? Ja, man kommt auf den gleichen Screen, ja. Oh, wir haben aber, also ich habe jetzt mal die Nachrichten-App aufgemacht, da kann man nach unten scrollen, da sind aber ganz viele Nachrichten drin, sehr viele. Alter Vater, so lange sind die nie auf meinem Telefon. Krass, okay. Naja, also Papa hat uns geschrieben, gucken wir mal rein. 34 Nachrichten, Alter. Na gut, ich klicke mal drauf. Okay, lass uns erstmal die letzte Nachricht vorlesen. Das macht vielleicht am meisten Sinn. Also, wir machen uns alle wirklich Sorgen. Bitte sag uns, dass alles in Ordnung ist. Deine Mutter hat die Polizei verständigen. Nein, will die Polizei verständigen. Will die Polizei verständigen, Papa. Und jetzt kann man da tatsächlich auf den grünen Hörer drücken. Und ich würde sagen, das machen wir, oder? Mhm. Also, wir versuchen es natürlich, obwohl es wahrscheinlich nicht gehen wird, ne? Ja, klick mal drauf. Da ist nämlich ein grüner Hörer direkt neben dem Icon von Papa. Kein ausreichendes Guthaben, keine Anrufe möglich. Oh, naja. Wäre auch ein bisschen einfach gewesen, das Spiel, ne? Also, pass mal auf. Das ist ja so eine Art Detektivspiel eigentlich, genau, ne? Was ich ja schon mal ganz interessant finde. Genau. Ich habe jetzt mal in die, also nach oben gescrollt in den Nachrichten von Papa. Ja. Die Nachricht vor der, die du gerade vorgelesen hast. Wo bist du hin? Ja. Papa. Samuel. Wo bist du? Ah, wir sind Papa. Samuel. Aha. Also scheint das Telefon einem Samuel zu gehören. Naja. Wo bist du? Alle suchen dich. Papa. Aber da wichtig, er hat noch ein kleines Smiley nach dem Alle suchen dich geschrieben. Also die Lage war da noch nicht so ernst. Das stimmt. Ja? Warte mal kurz, das ist alles am Tag. Genau, jetzt ist es ja kurz nach 10. Die letzte Nachricht kam kurz vor 10. Und die letzte Nachricht von uns selbst, also von Samuel hier im Chat, also nicht von uns, sondern von dem Telefonbesitzer, ja, ist von heute Morgen 10:45. Ja, stimmt. Also, Und da haben wir noch gesagt, danke, Papa, und zwar auf, alles Gute, alles Gute zum 18. Geburtstag, Sohn. Du bist zu einem jungen Mann geworden, auf den ich sehr stolz bin. Heute Abend feiern wir dich gebührend, mach dich auf eine große Überraschung gefasst. Oh, wir haben, oh, ich weiß, wie die Geschichte ausgeht. Vielleicht ein neues Telefon oder so. Genau, nein, ich sage, wir haben einfach keinen Bock auf Überraschungsfeiern und weißt du, wir haben einfach so einen Koller davor und kommen dann einfach nicht zu dieser Party, weil uns das einfach too much ist. Wollen wir weiter hochscrollen?
Ja, also danach kommt eine, also davor kam eine, in ganz großen Buchstaben geschrieben, hör auf, hat Samuel geschrieben. Also er schrie in das Telefon auf Textweise. Und Papa schrob davor, es kommt uns schon länger so vor, als beachtest du Mädchen sehr wenig. Aber wir dachten, in Melissa wärst du wirklich verliebt. Wir fanden immer, dass sie ausgezeichnet zusammenpasst. Was ist passiert? Das ist direkt super deep hier. Ist auch albern, oder? Warum sagt Papa immer am Ende Papa? Ist da klar, wenn es von seinem Telefon kommt, ist da Papa, oder du, nicht? Mein Vater ist da ähnlich, glaube ich. Warte, ich guck mal ganz kurz jetzt in die Nachricht von meinem Papa. Ich glaube nämlich, dass der auch irgendwie immer Papa drunter schreibt. Jetzt, wo du sagst, ist es natürlich, ja gut, aber da braucht man ja eigentlich nie unterschreiben, ne? Mit irgendwas. Naja, es ist halt vier Buchstaben in dem Fall, die kannst du halt echt sparen. Ich sage ja nicht, er soll seinen Mietvertrag nicht unterschreiben, aber auf den schreibt er ja auch nicht Papa drauf. Ich weiß es nicht. Okay, also egal. Ich guck mal kurz. Wir scrollen weiter hoch. Wollen wir jetzt erstmal alle Nachrichten von dem lesen? Nee, ich gucke jetzt erstmal meine Nachrichten an von meinem Papa. Ich könnte ein Vater sein. So, also mein Vater schreibt zum Beispiel auch herzlich dein Vater unter die Nachrichten. Und ich meine, da kann man natürlich, also jetzt nicht unter jede Nachricht, ja, aber unter einen größeren Absatz. Und kann man natürlich auch sagen, okay, ich sehe schon, von wem es ist, aber ist doch nett, ist doch einfach, ne? Das finde ich auch schon gut, dass er deinen Vater schreibt. Ja, es könnte ja auch ein anderer sein, natürlich. Also erstens das, könnte ein anderer Vater sein. Vater Nummer zwei. Aber es hat sowas, er ist noch dein Boss, so, weißt du? Ach so, ich dachte, er ist noch untergeben. Das ist was Patriarchales irgendwie auch, so. Dein Vater. So würde es klingen, wenn er es sagen würde, weißt du? Ja, aber wenn etwas meine ist, dann ist es mir doch untergeben, weil es ist in meinem Besitz. Also du bist mein Sohn, also du jetzt nicht, aber wenn du jetzt mein Sohn wärst und ich sage, du bist mein Sohn, dann unterwerfe ich dich ja in dem Sinne, weil eine Hierarchie aufgebaut wird, denn du gehörst mir. Ja, schon klar, aber der Sohn würde ja auch sagen, du bist mein Vater, das ist ja nicht das Gleiche. Das ist das Problem. So, und das hat schon damals bei Star Wars alle verirrt, so, ich bin dein Vater, wie, was? Naja, egal. Machen wir mal weiter hier. Das würde ich vorstellen. Nachdem diese Nachricht, also mit Melissa und so, dann sagt er, davor sagte der Samuel, ich will darüber echt nicht sprechen, sagte. Sag mal, ich habe fast das Gefühl, wir sollten ganz nach oben scrollen und die Geschichte in normaler Reihenfolge lesen, oder? Naja, eigentlich schon, aber ich finde es eigentlich noch viel spannender so, weil du siehst, ich finde das total spannend, das so zu lesen. Okay, machen wir es so. Du liest Samuel, ich lese den Vater. Ja. Und für alle, die jetzt zuhören, tut mir leid. Wir lesen die Geschichte rückwärts. Ja. Okay, alles klar. Also du bist doch mal dran. Ich will nicht darüber sprechen. Ich will echt nicht darüber sprechen. Das verstehe ich nicht. Sie ist das perfekte Mädchen für einen jungen Mann wie dich. Deine Mutter und ich finden sie sehr nett, sehr höflich und sehr hübsch. Sie hat all die Qualitäten, die ein Mann sich an einer Frau wünschen kann. Genau, nett, höflich, hübsch. Ach, schön. Hallo Sexismus. Und du willst nicht darüber reden? Nein, sagte ich auf eine Nachricht davor. Ich kaufe gerade für morgen Abend ein. Wie viel sind wir? Kommt Melissa? Okay, und darauf habe ich halt Nein gesagt. So. Ja, pass mal auf, wir lesen das zumindest im Dialog immer richtig rum, aber in der Geschichte rückwärts. Verstehst du, was ich meine? Nee. Okay, alles klar. Also ich lese immer meinen Part vor und dann du die Antwort. Na gut. Und so im Pärchen lesen wir. Versuchen wir das, ja. Du könntest dir ein bisschen mehr Mühe geben. Deine Mutter würde sich freuen. Mama hat dir für morgen um 10 Uhr einen Termin beim Friseur ausgemacht. Okay, ich glaube, das funktioniert mit diesem Vorlesen nicht. Lass uns ganz da oben scrollen. Das funktioniert so nicht. Also ich finde... Ja, dann schneide ich den anderen Kram raus. Das ist ja eine Experience hier, ja. Aber... Ach so. Es ist einfach so, ich glaube, für uns ist es sehr klar, weil wir sehen, wo die Nachrichten stehen und dann ist es auch total spannend, so eine Aussage zu lesen wie nein und dann fragt man sich, hey, worauf hat er das wohl gesagt? Aber wenn man diese Nachrichten nicht sieht in der Reihenfolge, glaube ich, ist es schwierig. Das kann gut sein. Also, die erste Nachricht, die ich geschrieben habe, die ist die ist vom 1.12.2015, also 2 Monate her. Ich habe eine neue Nummer, hier ist sie. Viele Grüße, Sam. Genau, Sam, Samuel. Dann schrob Papa. Warum schickst du mir Nachrichten aus deinem Zimmer?
ich wollte, dass alle meine Kontakte meine neue Nummer haben. Die Nachricht ging nicht bloß an dich. Das ist echt süß. Ja. Warum antwortest du mir aus deinem Zimmer? Oh Mann. Das ist ja super. Der Vater hat aber Humor, glaube ich. Dann sage ich nämlich, machst du Witze? Wer, ich? Niemals. Hihihihi. Achso, man muss sich natürlich jedes Mal dran denken, dass also vorstellen, dass am Ende steht immer noch Papa. Das lese ich jetzt doch schon gar nicht mehr vor. Du musst das vorlesen, Papa. Entschuldigung, okay, dann lese ich das wieder vor. So, dann, das ist interessant, weil das war jetzt am 1.12. und am 21.12., also ganze 20 Tage später sozusagen. Nee, es ist aber 2015. Ja, sag ich doch. Das ist ja. Ach so, wir sind am. Okay, Schnuffel. Alles klar. Wir sind aufpassen. Ja, Januar 2016. Alles klar. So. Nicht Ende 2016. Genau, also im Dezember 2015, für alle, die es nicht wissen, nach dem Dezember kommt kein 13. Monat, sondern es ist ein Jahreswechsel. Deswegen war Falk verwirrt. Ist nämlich dann 2016. Also alles Gute zum Geburtstag, Papa. Schreibe ich also ganze 20 Tage später erst. Also dazwischen gab es keine Kommunikation. Danke, Papa. So, dann sagt Papa wieder was. Mama möchte wissen, ob Melissa heute Abend zum Essen kommt. Ach genau, da sind wir dann. Okay. Psst. Papa. Nein, wir verstehen uns in letzter Zeit nicht mehr so gut, schreibe ich. Stark bleiben, Sohnemann. Frauen sind manchmal kompliziert. Deine Mutter ist mir bis zum heutigen Tage ein Rätsel. Papa. So, dann Samuel. Auch Männer haben ihre komplexen Seiten. Du bist ein anständiger junger Mann und Melissa ein gutes Mädchen. Sie kommt bald zu dir zurück. Wirst schon sehen. Papa. Ja, hier eine schöne Beobachtung übrigens aus meiner sexismusaufklärerischen Arbeit, die ich mir angedeihen lassen habe. Männer werden oft als junger Mann bezeichnet und Frauen nicht als junge Frauen, sondern als Mädchen. Genau wie in diesem Text. Es gibt einen jungen Mann und ein Mädchen. Es gibt keine junge Frau. Sehr gut beobachtet, Simon. Ne? Ich fahre fort. Ach so, ja, du bist ja dran. Ich wollte eigentlich. Ich komme nicht mehr in meine E-Mails rein. Du musst mir helfen, wenn du zurückkommst. Papa. Ich liebe das. Es ist so realistisch geschrieben. Mama möchte wissen, ob Melissa ihr das Rezept für den Schokokuchen geben kann, den sie zu meinem Geburtstag gebacken hat. Papa. Mama sagt, ich soll dich daran erinnern, dass du heute einen Zahnarzttermin hast. Papa. Übrigens, hier liegen immer so jeweils 2-3 Tage zwischen Papas Nachrichten und du antwortest scheinbar, also wie heißt er? Samuel antwortet scheinbar schon lange nicht mehr. Ja, ich habe nicht aufs Handy geguckt. Ja gut, kann mal eine Woche passieren. Ja. Moment, was? Zahnarzttermin war es letzte. Hast du meine Nachricht bekommen? Warst du beim Zahnarzt? Papa. Warum antwortest du nicht? Papa. Ja, ich habe die Nachricht bekommen. Ich war im Unterricht, sorry. Vor allem die letzten 50 Tage anscheinend. Aber echt. Mama hat dir für morgen um 10 Uhr einen Termin beim Friseur ausgemacht. Papa. Ich habe euch doch schon 100-mal gesagt, dass ich mir die Haare nicht schneiden will. Ist doch eine Frechheit. Will der mit so langen Haaren rumrennen oder was? Geht doch nicht. Du könntest dir ein bisschen mehr Mühe geben. Deine Mutter würde sich freuen. Papa. Ich kaufe gerade für morgen Abend ein. Zu wie viel sind wir? Kommt Melissa? Papa. So, und dann sage ich nein und da haben wir ja vorhin aufgehört. Stimmt. Dass er also sagt, hey, sie ist darüber so toll und ich will aber nicht drüber sprechen und dann. Zusammenfassend, wir sind ein junger Mann, ja, der scheinbar am Tag des Verlusts des Telefons, wahrscheinlich zumindest, 18 wurde. Ja. Probleme mit Mädels hat. Beziehungsweise es wird ja so ein bisschen angedeutet, dass er vielleicht so schwul ist, ne? Also, dass er das vielleicht auch gar sein, nicht. Das stimmt. Ja, das stimmt. Oder vielleicht asexuell. Also nur weil er nicht, also vielleicht hat er einfach grundsätzlich keinen Bock oder so, kann ja sein. Aber Melissa ist auf jeden Fall in sein Leben gewesen. Ja, aber da gibt es irgendwie ein bisschen Stress anscheinend, ja. Genau. So, ich bin mal rausgegangen, jetzt sind wir wieder in der Nachrichten-App. Zurück. Boah, sind das viele Nachrichten, ey, Leute. Das sind echt viele. Okay. So, warte, ich guck mal, ob es eine Melissa gibt. Oh ja, lass mal. Oh, die hat er bestimmt gelöscht. Kann man suchen? Nee, es gibt leider keine Suche. Kannst du in deiner Mail-App, in deiner Nachrichten-App suchen? Bestimmt. Oh ja, da ist eine Melissa. 119 Nachrichten. Und die letzte ist, ich will nie wieder von dir hören. Bitte schreib mir nicht mehr. Ich habe keine Melissa. Doch, du musst mal ganz weit runtergehen. Da gibt's. Hier, ja. Übrigens, das ist auch sehr schön. Es gibt irgendwie anscheinend eine Brettspielegruppe, wo sich Leute drin unterhalten. Wahrscheinlich über Brettspiele, nehme ich an. Okay, klicken wir mal auf Melissa.
Wollen wir das machen? Ja. Und diesmal können wir. Am 7.1., also vor 2 Wochen, waren wir noch mit der zusammen. Ja, schon. Also nicht mit der zusammen, sondern haben wir die letzte Nachricht bekommen, so soll das heißen. Lass mal ganz nach oben gehen. Ah, das ist ja cool. Wenn man hier scrollt, kommt so ein kleiner Pfeil, wird eingeblendet. Der zeigt nach oben oder nach unten, je nachdem, in welche Richtung man scrollt. Und wenn man den auch draufklickt, kommt man ganz oben hin oder ganz unten hin. Also die Leute wissen schon, dass die Leute, also die Hersteller des Spiels wissen schon, dass man eh ganz oben hin will. Ich finde das irgendwie sehr gut, denn auch hier ist wieder die erste Nachricht. Ich habe eine neue Nummer, hier ist sie. Viele Grüße. Damit haben sie echt gut erklärt, dass man nicht 3 Jahre Nachrichten rückwirkend lesen kann. Ja, das stimmt. Sehr gute Idee. Und trotzdem sind es sehr viele Nachrichten. Okay, also ich habe eine neue. Achso, nee, soll ich wieder Melissa, ja, also den Fan. Anderen lesen? Ja, ja. Du bist ja. Melissa und bitte mit einer Stimme, die auch Melissa widerspiegelt. Nee, das wäre auch sexistisch. Nein. So, gib dir Mühe. Ich sage nicht, dass es eine sehr weibliche sein muss, sondern. Ich wollte dich damit nur, überraschen, jetzt natürlich im Arsch. Ich wollte nur sagen, dass es eine andere sein soll als deine übliche Grummelstimme. Ich habe eine neue Nummer. Hier ist sie. Viele Grüße, Sam. Oh, endlich. Herzsymbol. Oder wie sagt man? Kleiner 3. Treffen wir uns nachher direkt vor dem Kino? Okay, ich habe schon. Nee, was? Da habe ich in meinem. Das? Was? Oh, ich kann nicht mehr lesen. Das habe ich in meinem Rucksack gefunden. Hast du mir das untergeschoben, Zwinker-Smiley? Und jetzt sieht man tatsächlich ein Bild. Also er hat ein Foto von einer Zeichnung gemacht. Die Zeichnung ist vielleicht von Melissa. Und da sieht man sozusagen in Bleistift gemalt die Melissa und ihn. Und darüber ein Herzchen, da steht drin S plus M. Was natürlich für Sadomaso steht, ne? Süß. Genau. Also die kleinen Schnur. Ich würde sagen, proportionstechnisch kann man bei Sam nochmal im Gesicht vielleicht gucken, aber ansonsten sehr schön gezeichnet. Sag ich ja, süß. Wir können das Bild als Episodenbild machen oder so, oder bei YouTube als Coverbild reinstellen. Oder wir lassen es. Also, nächste Nachricht von Melissa. Ja, gestern, als du im Kino auf dem Klo warst. Das klingt mit dieser Stimme sehr, sehr merkwürdig. Aber warum? Habe ich was Wichtiges verpasst? Jahrestag von unserem ersten Kuss oder sowas? Nö, gar nicht. Ich wollte dir einfach eine Freude machen. XD. Oh, wie lieb von dir. Hast du das gezeichnet? Ja, nach dem Foto, das wir im Urlaub zusammen gemacht haben. Na klar, jetzt erkenne ich es. Das Foto habe ich übrigens verloren. Oh. Als ich das Telefon gewechselt habe, schickst du es mir nochmal? Ich habe es mit meiner Kamera aufgenommen. Also ist es auf meinem PC. Ich schicke es dir per Mail. Oh cool, da können wir gleich mal gucken, ob wir eine E-Mail-App haben. Danke, obwohl ich zugeben muss, dass ich deine Zeichnung viel schöner finde. Du kannst echt toll zeichnen. Bist du sicher, dass du nächstes Jahr nicht irgendwas in Richtung Kunst machen willst? Nett von dir, aber ganz ehrlich, außer Porträts kann ich nicht viel. Außerdem will ich unbedingt Tiermedizin studieren. Okay. Wann bekommst du nochmal das Ergebnis von dem Auswahlverfahren mitgeteilt? Am 23. Dezember. Ich muss es hier nochmal lesen. Aber es ist schön. Am 23. Dezember, aber das ist erst die erste Hürde. Danach gibt es noch schriftliche und mündliche Prüfungen. Ich bin so nervös. Genau vor eurem Urlaub. Na dann kommst du wenigstens auf andere Gedanken, falls du nicht genommen werden solltest. Ich sehe, du glaubst an mich. Entschuldigung, ich weiß, du wirst es schaffen. Ich glaube an dich. Ich liebe dich, kleiner 3. Oder auch Herzchen. Oder auch ein Zelt und darunter ein Popo. Je nachdem, wie man das... Nachdem, wie man den Kopf hält. Je nachdem, wie man den Kopf hält, ja. Ich dich auch, kleiner 3. Jetzt kann ich das nicht mehr aus dem Kopf, dieses kleiner 3. Ja. Na gut. Genau, ja, es gab noch tatsächlich noch 2015, da waren die Emojis noch nicht so in, oder? Kann das sein? Ich schreibe den Scheiß heute noch so. Also, kleiner 3 jetzt nicht gerade, aber geht schon. Also, Melissa schreibt weiter. Rahel hat seit heute Morgen 5-mal versucht, mich anzurufen. Ich mag heute nicht. Hast du eine Ahnung, was sie will? Weiß nicht. Mir hat sie gerade auch eine Nachricht geschrieben, wie sie dich erreichen kann. Ich sage ihr, dass es heute nicht so gut geht. Danke. Ich gehe wieder zurück. Kisten packen.
Okay. Sag mir dann, was sie wollte. Warte mal, Kisten packen? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Sie hat ja die Prüfung. Ach so, genau. Und dann wollte sie in Urlaub fahren. Nee, ja. Sie wartet auf Prüfungsergebnis. Ja, genau. Ich hatte jetzt nur gedacht, so, hä, habe ich irgendwas von Umzug verpasst oder was? Nee, das ist jetzt das erste Mal. Okay, bloß das WLAN-Passwort von Melren. Was? Sag mir dann, was sie wollte. Bloß das WLAN-Passwort von Melren. Okay, also sie wollte nur ein WLAN-Passwort. Okay. Ach so, die, ah ja, die andere, die Rahel. Ja, muss ich in solche Chats aber erstmal reindenken. Ne? Ja, das Reindenken ist allgemein so sehr anstrengend. Melissa antwortet, lol. Ja, oder es ist ein kleines Männchen, was die Arme hochstreckt, ne? Also das, die beiden L sind Arme und das O in der Mitte ist der Kopf. Mhm. Oder kleiner Panzer von oben. Ah, limitless possibilities. Wie lief der Umzug? Bist du erledigt, frage ich jetzt in einer Nachricht. Es ist nämlich schon 9:30, als du schreibst, ja. Abends. Fix und alle, meine Oma hat so unglaublich viel Zeug. Okay, die Oma zieht um oder was? Kein Wunder, sie ist alt. Sie hatte jede Menge Zeit, alles zu horten. Zwinker-Smiley. Hey, Mob, nicht meine Oma. Und wie war dein Tag? Ziemlich gut. Was hast du gemacht? Ich war beim Brettspieletreff. Ah, siehste. Mit wem? Thomas, Anne, Martin. Nicht mit Alice? Doch. Warum lügst du mich dann an? Ich hab nicht gelogen. Warum hast du mir nicht von Anfang an gesagt, dass Alice da war? Versteckst du was vor mir? Genau deshalb, weil du jedes Mal eifersüchtig reagierst, wenn ich Alice auch nur erwähne. Ich habe dir schon 1000 Mal gesagt, dass sie nur eine Freundin ist. Meine beste Freundin. Ich habe nicht vor, mich nicht mehr mit ihr zu treffen. Du musst endlich aufhören, mich da unter Druck zu setzen. Jetzt kommen wir der Sache doch näher. Also das hat nicht Melissa geschrieben. Was Melissa schrob, sage ich jetzt. Sorry, ich bin echt blöd, ich bin nur verunsichert und das und dann will ich, dass du mir versicherst, dass ihr nur Freunde seid. Außer dir und Alice kenne ich keine solchen M/W-Freundschaften. Du bist die Einzige für mich, kleiner 3. Kleiner 3? Ja, Falk? Achso, er muss ja... Melissa? Okay, ja. So, Chats vorlesen ist so ekelhaft. Ich wäre bestimmt weniger eifersüchtig, wenn du sie mir einfach mal vorstellen würdest. Keine Sorge, das machen wir irgendwann mal. Boah, das ist die Hälfte des Chats erst. Ich gehe kaputt. Psch, Falk. Ja, aber warum nicht jetzt? Weil es 22 Uhr ist. Ah, okay, na gut. Ich hau mich ins Bett. Gute Nacht, mein Schnee. Gute Nacht, meine Süße. Okay, das war jetzt 6.12. und jetzt geht es am 8.12. 2 Tage später weiter. Auch abends, ne? Nur noch 10-mal schlafen. Du bist ja aufgeregter als ich. Nee, noch aufgeregter als ich. Aber du weißt schon, dass es nur ein Film ist, oder? Ja, der heiß ersehnteste Film in der Geschichte der Galaxie. Und wenn er floppt? Quatsch, der wird genial. Geht's hier um Star Wars, oder was? Du, kommt dein Cousin Theo eigentlich zu der Geburtstagsfeier von deinem Vater? Nee, wieso? Das ist übrigens dann deutlich später als der... Ja, vier... Ah, nee, ist noch nicht so viel später. Ist noch nicht 10 Tage später. 6 Tage später. Nee, wieso? Hast du schon vorgelesen, ne? Ja. Okay, gut. Irgendwie fühle ich mich nicht wohl, wenn er da ist. Er guckt mich immer so an, als will er mich gleich ausziehen. Ja, ich weiß, er ist ein bisschen komisch, aber keine Sorge, er kommt nicht. Morgen ist der große Tag. Morgen ist der große Tag. Also du könntest es ein bisschen emotionaler ausdrücken, Falk. Also. Nee, also Chatnachrichten, sorry, das geht so gar nicht. So freust du dich, oder was? Wenn du wirklich einen fetten... Nee, es ist eine Chatnachricht. Ja. Das ist ja keine Emotion, doch, Simon. Das ist ja gerade das Geniale daran, dass wir jetzt quasi hier Emotionen reinlesen, die vielleicht falsch sind. Aber genau das ist ja das Problem mit Chat. Das Simon, ich bin innerlich tot. Ich kann nicht mehr Emotionen als besagtes okay. Aus mir heraus. Ich merke es schon. Treffen wir uns vor dem Kino, frage ich. Okay, ich komme im Cosplay-Kostüm. No, das wird echt peinlich. Smiley. Mir egal. Okay, so ich schreibe einen Tag später dann. Mist, ich habe mein Mathebuch in meinem Schließfach vergessen. Bist du noch in der Schule? Könntest du es holen und es mir heute Abend mitbringen? Klar, kein Problem. Hast du die Kombination für dein Schließfach geändert? Ist es jetzt der Geburtstag von Alice? Aber du musst die Smileys auch mitlesen, ne? Ach so, Wein-Smiley oder wie sagt man? Genau, ein Smiley mit trauriges Wein-Smiley. Mit dem Hochkomma also, als kleine Träne, die.
mit einem Hochkomma als kleine Träne. Ja. Entschuldigung, so kann ich es natürlich nicht vorlesen. Ja. Was? Nein, immer noch dein Geburtstag, aber erst am ersten Monat, dann der Tag. Ah, jetzt geht's. Ah, hier, das könnte auch ein Hinweis auf ihr Geburtstag sein, aber wir wissen, die Kombination ist trotzdem nicht, ne? Nee. Okay. Weil der eigentliche Geburtstag wird ja nicht erwähnt. Vielleicht später. Mal sehen. Oder in einer anderen E-Mail oder also genau. Nachricht oder E-Mail. So, also danke, bis heute Abend, kleiner drei. Dann du wieder. Ach ja, danke, dass du heute Abend da warst. Und der Geburtstagskuchen für meinen Vater war der Renon. Hihi, nichts zu danken, das habe ich gerne gemacht. In Klammern, dein Vater hat sich dreimal Nachschub genommen. Du hast doch auch ein Foto von meinem Vater gemacht, weil wie er die Kerzen auspustet, oder? Kannst du mir das schicken? Meins ist scheußlich geworden und ich habe es gelöscht. Aber deine Kamera macht hoffentlich bessere Bilder als mein Telefon. Ist für meine Großmutter. Smiley. Ich übertrage die Fotos morgen von meiner SD-Karte, dann schicke ich es dir. Schade, dass sie nicht kommen konnte. Ja, tut mir voll leid. Mir tut es voll leid, dass sie nicht mehr aus dem Haus kann. Ja, Corona. Wo wir es gerade davon haben, wollte sie nicht auch die Fotos, die ich bei deinem Konzert von dir gemacht habe? Arg, jetzt wo du es sagst, seit 6 Monaten fragt sie mich immer wieder danach. Ich bin echt ein schlechter Enkel. Dann schicke ich dir die morgen auch. Danke. Und jetzt 2 Tage später. Ich habe heute mit Helena gesprochen und sie hat mir erzählt, was mit Sebastian passiert ist. Ich erzähle es dir, weil ich weiß, dass ihr eh schon darüber gesprochen habt. Echt übel, die ganze Sache. Warum hast du gestern nichts gesagt? Okay, warte mal. Helena und Sebastian, okay? Ja, echt mies das. Ich wollte nichts sagen, bevor Helena selbst mit dir spricht, weil ich finde, dass das mit dem Privatleben zu tun hat. Aber glaub mir, ich musste mir ganz schön auf die Zunge beißen. Die Geschichte macht mich richtig wütend. Weißt du, was ich heutzutage mit diesen ganzen modernen Krimskrams nicht sein möchte? Teenager. Ja. Okay, weiter im Text. Verstehe. Ich find's ziemlich cool, dass du die Geheimnisse anderer Leute für dich behalten kannst. Zwinker-Smiley. Helena meinte außerdem, du hättest sie dazu überredet, sich mir anzuvertrauen. Das hast du gut gemacht. Ich glaube, ich habe wirklich die richtigen Worte für sie gefunden. Okay, ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass du die perfekte Zuhörerin wärst, Smiley. Du sag mal, um sie zu überzeugen, hast du dir nicht zufällig, du weißt schon, was erzählt? Nein, denn wie du eben richtig erkannt hast, kann ich andere Leute Geheimnisse für mich behalten. Danke, Smiley. Nichts zu danken, Smiley. Gott, das ist so herabwürdigend. Ja. Oder wie sagt man? Ja. Die Ergebnisse vom Auswahlverfahren sind da. Ich traue mich nicht, den Brief aufzumachen. Trau dich! Warten ändert das Ergebnis auch nicht mehr, Zwinker-Smiley. Du hast recht, okay, ich mache ihn auf. Und? Ich bin nicht dabei. Oh. Okay, das war jetzt irgendwie, normalerweise laufen solche Geschichten anders. So, ich bin nicht dabei. Soll ich rüberkommen? Nein, ich will einfach nur heulen und mich unter meiner Bettdecke verkriechen. Ich lass dich jetzt nicht allein. Ich dusche noch kurz und dann komme ich. Im Ernst, komm lieber nicht. Ich habe nicht mal Zeit, mich unter der Decke zu vergraben. Vor lauter Stress wegen dem Ergebnis und dem Gespräch mit Helena hatte ich noch gar keine Zeit zu packen. Und das muss jetzt wirklich passieren. Okay, aber wenn du reden willst, ruf an, ja? Ich ruf dich an, bevor ich ins Bett gehe. Bis nachher. Okay, also ich bin... Und jetzt einen Tag später, früh morgens. Ich bin am Flughafen und denke an dich. Wir sehen uns im neuen Jahr. Ich wünsche dir ein paar schöne Tage, Smiley. Frohe Weihnachten, mein Schokoschnucki. Wann ist das jetzt? Ah, okay, das heißt also meine letzte Nachricht. Ich wünsche dir ein paar schöne Tage, war am 24.12. um 12 Uhr morgens. Und deine ist jetzt einen Tag später am 25. Genau. Frohe Weihnachten, weil man ja meine Schöne. Außerhalb Deutschlands Weihnachten am 25. Das ist gemein, ne? Gibt es einen Tag später die Geschenke. Hm. Oder bei uns halt einen Tag zu früh, man weiß es nicht. Wenn es doch nur schon morgen wäre. Du fehlst mir. Eine Woche Urlaub ohne dich war ganz schön lang. Und ich wette, du hast dich in der Zwischenzeit mit Alice vergnügt. Weins, Smiley. Nein. Wir haben uns kein einziges Mal getroffen. Ich habe die ganze Woche nur an dich gedacht. Ich freue mich auf morgen. Ich habe eine große, kleine Überraschung für heute Abend. Ich finde, wir sollten das neue Jahr so richtig feiern.
So, und dann, warte mal, okay, dann schreibe ich ganz 28 Minuten nichts. Ach so, stimmt, warte mal, stimmt, genau, es kommt noch eine Nachricht von mir. Bist du kein bisschen neugierig? Hier ist ein kleiner Hinweis. Jetzt kommt ein Bild. Kleiner 3. Ach so, genau, kleiner 3. Und es, in dem Bild sieht man, ja, was ist das, ein Dessous oder ja, so? Das ist, ja, Falk, du kannst nicht erkennen, was das ist oder was. Na, ist auf jeden Fall halt mal Unterwäsche. Das ist ein BH und ein Schlüppi, so. Ja, gut, unerotisch ausgedrückt könnte man es auch BH und Schlüpper nennen, das stimmt. Und das ist. Achso, dann müsste ich aber auch schreiben. Ja. Warte, dann müsste man aber ihren Text auch anders lesen. Ich habe eine große, kleine Überraschung für heute Abend. Genau. Genau, jetzt guck mal, jetzt schreibst du aber wieder. Na, warte, ja, hallo, jetzt lass uns doch mal den Schlüppi beschreiben. Also, wir sehen hier schönen Stoff mit schöner Spitze, also so richtig edel, mit kleinen Schleifchen dran und so ein kleines Steinchen in der Mitte. Und weil sie vorhin Cosplay gesagt hat, ich frage mich, ob das irgendwie so in Richtung hier Sailor Moon oder irgend sowas geht. Was ist so irgendwie? Unterwäsche? Haben viele an eigentlich, nicht nur Sailor Moon. Ach so, meinst du? Ja, na gut, okay, ja, ja. Danke. Danke für den Hinweis. Ich denke, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, ich habe aktuell auch einen an. Was, ein BH? Auch. Gut. Naja, gut, wenn die Brustmuskeln zu groß werden, dann braucht man auch als Mann dann irgendwann Stütze, ne? Klar. Du kennst das. Ne? So, ja, ich schreibe jetzt, es tut mir leid, aber ich komme nicht. Oh. Ich weiß, dass du dir von heute Abend viel erhofft hast, aber es ist Zeit, sich etwas einzugestehen. Wir sind gerade völlig in unterschiedlichen Lebensabschnitten und wir haben nicht mehr die gleichen Erwartungen aneinander. Wir sind nicht mehr Teenager, nicht mehr die Teenager, die wir mal waren. Ich weiß, es ist furchtbar, dir das auf diese Art zu sagen, aber ich bin zu feige, dir dabei ins Gesicht zu sehen. Ich wünsche dir trotzdem einen schönen Abend und hoffe, du findest 2016 etwas, das dich glücklich macht. Okay, das ist ein, okay. Soll das ein Witz sein? Du machst Schluss mit mir? Was? Fragezeichen. Alles lief doch so gut bis jetzt. Ist während den Ferien was passiert? Du kannst mich nicht verlassen. Wir lieben uns. Trauriges Smiley. Also, nee, ist ja dann kein Smiley. Traurig, also traurig. Es ist nichts passiert. Ich habe nur gemerkt, dass ich nicht mehr das Gleiche fühle wie vorher. Aber du kannst doch unsere ganze Beziehung nicht einfach so an den Nagel hängen. Komm zu mir, ich möchte, dass wir darüber reden. Nein, meine Entscheidung steht fest. Und ich möchte den Abend allein verbringen. Tut mir leid. Du kannst mich mal. Sehr schön. Es ist wahrscheinlich, so, was ist der Abschnitt hier? Das war am 31.12. Oh, und ich habe jetzt 7 Tage später erst geschrieben. Also am 7.1. ist schon das neue Jahr. Es ist wahrscheinlich total bescheuert, es dir jetzt zu sagen, aber es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Du bist ein genialer Mensch und du verdienst etwas Besseres als einen Idioten wie mich. Es tut mir so leid, dass ich dir so sehr wehgetan habe. Sag mir, was ich besser machen kann, damit es dir besser geht. Egal was. Du weißt, ich würde Berge für dich versetzen. Ich will dich, du warst und bist der einzige Mensch, den ich in meinem Leben je wollte. Alles, aber nicht das. Wenn ich irgendwas an... hier oben sagt er, ich würde alles für dich tun. Jetzt so, alles, aber nicht das. Wenn ich irgendwas anderes für dich tun kann, damit du mir vergibst, oder damit es dir besser geht, sag es mir. Das ist schon sehr einschränkend so, ja. Ich will nie wieder was von dir hören. Bitte schreib mir nicht mehr. Sprich mich in der Schule nicht mehr an. Bleib einfach weg. Du bist Gift, Sam. Du bist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Und jetzt noch eine sehr positive Nachricht. Ja. Chat zu Ende. Genau, ich versuche es aber trotzdem, Melissa anzurufen. Da ist wieder das Hörersymbol. Leider haben wir kein Guthaben. Du, weil wir jetzt echt die ganzen Chatnachrichten durchgelesen haben und es wahrscheinlich noch ein paar kommen, ja. Wollen wir mal was Spannenderes machen? Okay. Wie E-Mails lesen. Nee, Quatsch. Oder entweder in den Kalender gucken oder ja. Den Browserverlauf mal checken oder die Galerie angucken, also die Fotos. Okay, warte, eins nach dem anderen. Ich würde sagen, Wetter ist eine gute Option. Weil es ist schon fast eine Dreiviertelstunde rum. Genau, also wir machen erstmal. Lass mal Wetter checken. Lass mal Wetter checken, was geht. Achso, keine Internetverbindung, okay. Moment, da unten ist aber ein Button. Deine Städte, dann könnte man wenigstens rausfinden, wo er wohnt. Ah. Ach, guck mal, da steht ja Melren PLZ ja. 29064. Stimmt. Und unter deine Städte steht Eliopulauend, Aurapolis,
Dinertown, das klingt also wie sehr ausgedachte Santa Rafael Stellen, keine Ahnung. Ja, also Melren steht hier. Ja. Ich gebe das mal ein. Das bringt uns aber aktuell nicht. Melren 29064, mal sehen, ob es das gibt. Ah, okay, ich habe ein Walkthrough zu Normal Lost Phone gefunden und ansonsten glaube ich, gibt es das überhaupt nicht. Ist alles Lüge, ja, gibt's gar nicht. Naja. Was ich komisch finde, auf diesem Telefon scheint es keine Google Maps oder Maps App zu geben. Oder das ist ja wohl total unrealistisch. Hallo, das ist doch nur ein Display hier. Vielleicht hat er das, wenn du rüber swipest, aber swipe geht halt nicht, dann hat er das vielleicht alles auf dem anderen Dingsbums. So, wollen wir mal in die Galerie reingehen für eine Minute, Galerie. Bevor wir hier die Folge. Okay, es gibt, wie viele Bilder sind das? 1, 2, 5, 7, 8. Okay. So. Warte mal. Was haben wir jetzt? Genau. Also am 13.12. hat er ein Foto. 2015. Genau. Das ist scheinbar. Brettspielabend. Das ist der Brettspielabend, genau. Da sieht man, wie zwei Personen, wahrscheinlich er, weiß ich nicht. Vielleicht. Weiß man nicht. Obwohl, es sieht eigentlich jetzt auf den ersten Blick nicht so aus wie vorhin auf diesem Foto. Ja, aber es ist schon ein Mensch mit zwei Augen. Aber es ist halt nur ein Sketch. Ne? Ja. Also es gucken zwei Personen, eine schwarze Frau, wahrscheinlich Mädchen könnte man noch sagen, wenn das Teenager sind, und eventuell eher in die Kamera, und im Hintergrund sieht man ein Brettspiel. Ja, und dann? Und noch ein paar andere Personen. Genau, und eine Person mit einem rosa Kleid sitzt neben ihm und da alle anderen erkennt man nicht. Ja. Okay, also die spielen einfach Brettspiele. Was spielen die für ein Brettspiel, ist jetzt die große Frage. Ich würde sagen, das ist Risiko, kann das sein? Weil man sieht eine Landkarte und kleine Spielfigürchen drauf und Karten. Aber ich glaube, Risiko hatte man gar keine Karten, oder? Kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Na, egal. Genau, also die gucken in die Kamera und sehen medium happy aus. Okay, dann 18.01., also über einen Monat später, schon im neuen Jahr. Street Art oder was soll das sein? Ich weiß es nicht so. Also das sieht aus wie irgendein modernes Kunstwerk von 5 cm Distanz fotografiert. Kunst. So, nächstes nochmal Kunst. Eine Person in einem anständigen Anzug, also ein Mann, ne? Aber irgendwie auch so abstrakte Kunst. Gemalt auf Öl. Genau. Dann eine Radierung oder wie sagt man? Ein Bleistift-Sketch eher. Ja, so ein Typ ohne Hals. Sieht aus wie Dilbert. Ne, ja, oder hier, wie heißt denn der Erfinder von Steam? Also eine Büste. Wolf. Gabe Newell. Auch so ein bisschen. Genau, können alle ohne Bart. Ja, also einfach nur eine schnelle Bleistiftskizze von einem mutmaßlichen Mann. Ja, nichts Besonderes. Das nächste Bild. Ich glaube, so eine Unterwasserszene ist. Man sieht zwei Personen, die aufeinander hinschweben oder so. Also es ist blau hauptsächlich, ne? Das ist vielleicht unter Wasser. Und sie haben so wie so Glas. Kugeln als Helme. Ja. Glaskugeln als Helm. So wie früher. Und es scheint so zu sein, also es wirkt ein bisschen so, als wäre eine Scheibe zwischen ihnen. Also dass die eine Person in roten Tauchanzug könnte eine Frau sein. Auf der einen Seite. Also es wirkt ein bisschen so, wie wenn man in so einem Ocean-Aquarium ist. Stimmt. Und dann flutet man aber den gesamten Gang, wo eigentlich die Besucher lang gehen und in dem Gang ist ein grünlich-bläulicher Taucher mit so einer Glasdings und hängt an der Scheibe, ja, vom Aquarium, und drinnen im Aquarium ist sozusagen diese rote Taucherin. Vielleicht. Aber also ich muss echt zugeben, es fällt einem schwer zu sagen, ob das jetzt ein Foto von einem Bild ist. Oder selbst gemalt oder so. Nee, oder ob es tatsächlich ein Foto im Cartoon-Stil des Spiels darstellen. Ich glaube, weil da sieht man allerdings unten, genau. Also man am Bild sieht man so ein bisschen Unsauberkeit beim wahrscheinlich Wasserfarben malen oder zeichnen. Von daher würde ich sagen, das ist Kunst, weil das nächste ist natürlich auch, ne, irgendwie so Comic-Style, aber ich glaube, das soll ein Foto im Stil des Spiels sein. Genau. Glaube ich. Also man sieht bei den Bildern, auch bei dem Mann im Anzug zum Beispiel, sieht man, dass die Ränder unsauber gezeichnet sind. Und das sieht jetzt also nicht so aus, als wäre das ein Foto von einem Bild im Museum, sondern es eher was die malen. Also vielleicht ist es zum Beispiel von der Freundin, also von Melissa oder so, gemalt und hat dann ein Foto auf dem Handy geschickt oder so. Das stimmt. Also vorletztes Bild. Nee, stimmt gar nicht. Ist gar nicht vorletztes Bild. Vorverletztes Bild. Man sieht einen Mann auch wieder in anständigem
Also ein Kellner, oder? Nee, stimmt nicht. Es ist schwer, was man da im Hintergrund erkennt. Ja. Ich wüsste es nicht. Ja, steht halt irgendwie da, irgendwo. Ich kann nicht sagen. Vorne Japan. Oh. Ach nee, hier, das ist irgendwas Japanisches. Genau, das ist ein Bild. Das ist ein Bilderrahmen. Also anscheinend ein Museum mit irgendwie ein paar Schwertern und so. Ja, und im Vordergrund links wirkt es aber so, als wäre da noch was anderes. Entweder hat er das Foto von dem Mann heimlich gemacht oder im Rush, also im schnell. Genau, da ist nämlich so eine große grüne Skulptur, wird dann noch angeschnitten, also die so ein bisschen ins Bild reinragt. Genau, das ist ein Typ mit grauen Haaren und grauem, wie sagt man, Bart. Ja, Mundhaar. Hm. Genau, das ist alles vom 18.01. So, und die letzten zwei Fotos. Aber der hat eine schöne Weste an, schönen Schlips, also sieht sehr gepflegt aus, sehr schick. So, und jetzt kommen noch zwei Fotos vom 31.01., nämlich heute. Und das ist sehr interessant, denn man sieht eindeutig ein Foto von seiner Geburtstagsparty, denn im Hintergrund, also man sieht viele Personen, ne, so ein Fläschchen, ein Kuchen mit vielen Kerzen drauf auf dem Tisch, eine Frau, die irgendwas zu essen auf dem Teller trägt. Ein älterer Herr guckt in die Kamera, so noch eine junge Frau, noch ein ganz alter Herr da hinten. Und dann sieht man so 18 SAM, so als Girlande. Ja. Also 18. Geburtstag wahrscheinlich, Samuel wahrscheinlich. Also das heißt, er hatte das Telefon noch auf seiner Geburtstagsparty. Na, aber das heißt, er hat seinen Vater gesehen. Warte, ich muss noch mal kurz in den Nachrichten gucken vom Baba, weil hier ist ja. Warte, wir können gucken, wann wurde das Foto aufgenommen? Das Foto, kannst du mal sagen, wann die Zeit ist? Es steht nur da, 31.01. Keine Zeit. Ach, scheiße. Weil, doch, warte. Das Image hat das, geil, hat auch hingeschrieben, wie das JPEG heißt. IMG 31.01.2016. Okay, und dann 07:45 PM. Also, 19:45 Uhr. Genau, weil, schönes Detail. Die erste Nachricht, wo der Vater schreibt, wo bist du, alle suchen dich, ist vom 8.15 Uhr, das heißt eine halbe Stunde nach dem Foto. Ah, okay. Okay, interessant. Genau. Und, okay. Und davor, das hatte ich nochmal nachgeguckt, genau, also 8.15 Uhr, richtig? Ja. Oha, also pass mal auf, das letzte Foto ist von 7.59 Uhr. Welches? Das letzte Foto. Ach, das allerletzte, okay. Und da sieht man, okay, das ist wahrscheinlich sein Vater, also der im vorigen Bild in die Kamera guckt, links, wie er da steht, irgendwie im Vorhof oder Hinterhof, man sieht so einen Bretterzaun, so einen weißen, im Hintergrund ein paar dunkle Gebäude, aber im Vordergrund halt, wie der Papa mit grinsendem Gesicht auf ein Geschenk zeigt, nämlich ein sehr schnell aussehendes Motorrad mit einer großen blauen Schleife. Ja. Ist wahrscheinlich. Das heißt, eventuell sind wir mit dem Motorrad weggefahren. Vielleicht. Ich meine, macht ja auch Sinn irgendwie. Aber das hätten die ja auch mitgekriegt, ne? Und dann wird das Telefon verloren oder sowas. Oder bei einem Unfall oder so. Und wir sind der Polizist? Naja, kann sein, aber. Könnte sein. Okay, also das ist, okay, interessant. Das ist alles, was in der Fotos drin ist. Okay. Also eine halbe Stunde und dann. Ah, okay, das heißt, fast um 8 ist das letzte Foto gemacht worden mit dem Motorrad und dann eine Viertelstunde später schreibt unser Papa, wo wir denn sind. Interessant. Genau. Okay, das ist doch jetzt ein schönes Ende erstmal, oder? Würde ich sagen. Ja. Also, ist doch eine spannende Detektivgeschichte soweit. Ich finde es auch spannend. Also, allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass das Nachrichten gelese. Wer mehr? Da sind ja noch einige vor uns, beziehungsweise auch noch ein paar E-Mails. Ja, aber um ehrlich zu sein, die Nachrichten sind doch alle relativ kurz. Und wenn wir so einen fetten Text vorlesen. Das zieht sich. Guck mal, wir haben eine halbe Stunde gebraucht für die ganzen Nachrichten. Na schon, aber ich meine, die Texte in den anderen Texten sind ja teilweise so richtige fette Riesenbrocken. Also. Ja, das stimmt. Mal gucken, wie es ankommt. Und wenigstens müssen wir hier nicht die ganze Zeit so, was können wir eingeben? Und oh nee, das Verb wird nicht angenommen. Es ist mal was anderes, da hast du recht. Also, nö, hier ist die Content-Fill-Rate ist hier 300%. Oh. Ja, jetzt nicht weiterspielen. Also, ja, nee, ich hab, okay, also, okay, wir enden die Folge jetzt mit folgender Information, die ich rausgefunden habe. Okay. Ich habe oben auf das WLAN-Symbol draufgeklickt. Ah. Und ich habe die Auswahl aus drei WLANs. Ah. Öffentliches WLAN Melren, gesichert. MyBox minus komischer Name, außer Reichweite und MyBox, noch ein anderes Zeichen, außer Reichweite.
Also eventuell, cool. Wenn wir irgendwie vielleicht ein Passwort irgendwo finden, können wir. Nice. Okay. Verstehst du? Das. Cool. Okay. Na dann, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Hoffentlich hat es Spaß gemacht und wir hören uns das nächste Mal. Ne? So sieht's aus. Tschüss. Tschüss.